Authentic German Learning präsentiert. Deutsche Geschichte Teil 1. Auf den Spuren der Germanen. Erlebe die Geschichte der Germanen mit 4,5 Stunden Deutschlernmaterial in 95 verdaulichen Einheiten. Es folgen nun kurze Ausschnitte aus diesem Kurs. Steige ein in die Zeitmaschine. Nur keine Angst. Gut, los geht's. Halt dich fest! Wir befinden uns im Jahre 50 nach Christus. Ganz Europa ist von den Römern besetzt. Ganz Europa? Nein, ein von unbeugsamen Germanen bevölkertes Gebiet hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Wien, Mainz, Bonn und Köln liegen. Die Römer und die Nordgermanen kämpften in mehreren Schlachten gegeneinander. Runde 1. Noraya. Kämpft! Round 1. Fight! Römer in taktischer Aufstellung auf der einen Seite, eine Horde Germanen auf der anderen Seite. Plötzlich kamen gleich von drei Seiten schreiende Germanen und Kelten auf sie zu. Die Römer gerieten in Panik. Die meisten von ihnen wurden getötet, der Rest floh zurück zum Lager. Nun betritt der bekannteste Römer die Bühne. Julius Caesar. Konjunktivübung. Die Germanen seien groß und sehr mutig. Man erzählte sich, dass sie sehr stark im Kampf seien und sehr geübt in den Waffen. Die römischen Soldaten, einschließlich der Offiziere, bekamen Angst und wollten nicht mehr kämpfen. Daraufhin hielt Caesar eine leidenschaftliche Rede. Caesar betonte die Wichtigkeit der geistigen Entschlossenheit. Wenn wir den Mut haben, zu handeln und entschlossen unsere Ziele zu verfolgen, können wir sie erreichen. Caesar kam, sah und siegte. Wir befinden uns im Jahre 9 nach Christus. Publius Quinctilius Varus wurde damit beauftragt, Germanien zu romanisieren. Bei jedem Vorstoß der Germanen wurde die Schlachtordnung der Römer durcheinandergebracht. Die Cherusker griffen an, stifteten Chaos, töteten Varus Männer und zogen sich schnell wieder zurück. Wegen ihrer Rüstungen hatten die Römer keine Chance, ihre Feinde zu verfolgen. 15.000 Römer starben auf dem Schlachtfeld, bis zu einem Achtel des Gesamtheeres des Römischen Reiches. Als der römische Kaiser Augustus davon erfuhr, schrie er: Varus, gib mir meine Legionen wieder! Die Lage wurde noch schlimmer. Die Quaden rückten mit einem Belagerungsturm an. Die Römer glaubten sich verloren. Nicht mehr lange und die Quaden würden ihr Lager stürmen.
Verzweifelt kämpften die Römer und beteten zu ihren Göttern. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Aus schwarzen Wolken fing es an zu regnen und zu hageln. Es donnerte und blitzte. Ein Blitz traf den Belagerungsturm und setzte ihn in Brand. Marc Aurel schrieb die Selbstbetrachtungen größtenteils in Feldlagern während des Krieges mit den Germanen. Viele Jahrhunderte später wurden sie als Buch veröffentlicht. Möge um ihn herum noch so viel Chaos herrschen, auch wenn viel Chaos herrscht, wie eine Säule steht der stoische Mensch unberührt und seelenruhig durch emotionale Selbstbeherrschung. Bei Thor fürchte dich vor den mächtigen germanischen Göttern. Thor war der Beschützer der Bauern gegen Riesen und brachte den Donner. Ein Teil der germanischen Religionen war auch die Magie. Wie Beinränkung, so Blutränkung, so Gliedränkung. Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied. Interessanterweise hatten die Germanen ihre eigene Schrift. Die Germanen ritzten die Runen in ihre Waffen und persönlichen Gegenstände. Vielleicht wollten sie damit einen Zauber aussprechen, um sich zu schützen oder um anderen Schaden zuzufügen. Die Hunnen kommen! Der Westgote Fritigern reitet hastig, schnell mit seinem Pferd über die weite Steppe, Graslandschaft. Er hat gerade etwas Schreckliches erlebt. Wie konnte das nur passieren, denkt er. Ich muss schnell die anderen warnen. Wir befinden uns im Jahr 374 nach Christus. Es ist kalt und es wird bald dunkel. Fritigern reitet der untergehenden Sonne entgegen. Immer wieder kommen ihm die schrecklichen Szenen in den Kopf, die er gerade erlebt hat. Fritigern konnte gerade noch entkommen. Er muss unbedingt sein Volk warnen. Das war der Teaser. Ich hoffe, du bist jetzt voller Eifer, voller Begeisterung, Deutsch zu lernen. Der Kurs ist für alle Sprachniveaus geeignet, weil du entscheidest, wie schnell die Tonaufzeichnungen abgespielt werden und weil es eine englische Übersetzung des Textes gibt. Ich wünsche dir viel Spaß. Besuche jetzt authenticgermanlearning.com/Germanen. Hinterlasse mir bitte auch einen Kommentar unter diesem Video. Auf was freust du dich am meisten? Oder, falls du dir schon ein paar Einheiten angeschaut hast, was hat dir am meisten gefallen? Ich bin Marco und wir sehen uns später. Tschüss!